Weiter geht es mit einer weiteren Folge Fernbus-Simulator. Wir machen weiter mit unserer Reise durch Polen. Das heißt, wir beginnen dort wieder unsere Fahrt, wo wir die letzte Fahrt beendet haben. Das heißt, heute geht die Fahrt los in Krakau und von dort fahren wir weiter bis nach dort. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Ortschaft ausspricht, deswegen nehme ich einfach mal die Babysprache. Wir fahren von da bis nach da. So ist es, genau. Ich denke trotzdem, dass wir hier so eine halbe Stunde, 40 Minuten für diese Strecke unterwegs sein werden. Es sieht halt auf den ersten Blick nicht so viel aus, aber ich denke mal, wir werden schon unsere Zeit wieder benötigen. Liniennummer habe ich einfach mal die 112 angegeben heute, also 112. Und ich habe mir gedacht, wir fahren mit dem MAN Lions Coach L dritte Generation. Ich glaube, mit dem waren wir erst unterwegs, aber ich finde den Bus einfach cool, deswegen nehmen wir den. Aufnahmezeit ist 9.43 Uhr, gerade Systemzeit am 16.05. Ja, ich habe die Folge schon lange vorher aufgenommen, weil ich in der einen Woche nicht wirklich viel aufnehmen kann. Und deswegen ist die Folge schon ein bisschen älter. Diese Folge wird auch direkt im Anschluss von der letzten Folge aufgenommen. Wird vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen sein, genau. Ansonsten, Skin haben wir hier, einen passenden drauf. Den finde ich eigentlich ganz cool, können wir lassen. Der ganz normale Flixbus-Skin, ich finde, der sieht irgendwie modern aus. Und Nummernschild ist auch angepasst. Wetter ist auf sonnig. Und somit können wir eigentlich starten. Steuerungsmodus ist natürlich auch auf realistisch eingestellt. Und kleine Info wieder nebenbei. Ich fahre mit meinem alten Logitech G25. Wenn ich hier fleißig am Kurbeln bin, kann es sein, dass man im Hintergrund so leise das Brummen von dem Lenkrad hört. Das ist halt einfach ein Oldtimer, ja, ein altes Lenkrad, gehört eigentlich ins Museum, meiner Meinung nach. Aber erstens sieht es noch top in Schuss aus und zweitens funktioniert es auch noch gut. Ist halt manchmal ein bisschen laut. Im Vergleich zu neueren Lenkrädern brummt es halt ein bisschen lauter. So, dann haben wir auch den Ladebildschirm überstanden. Ich würde sagen, wir machen wieder die ganz normale Busschau am Anfang der Folge, dass wir einmal außen rumlaufen. Kann sich jeder den Bus mal von außen anschauen, weil wir ja dann komplett während der Fahrt in der Ego-Perspektive unterwegs sind und da sieht man den Bus von außen ja nicht mehr. Deswegen einmal komplett rundherum. Genau, und einmal auch von innen. So schaut er von innen aus, mit schönem Panoramadach hier stellenweise. Kann man schön nach draußen gucken und hat natürlich auch schön Tageslicht hier drin. So, das ist unser Arbeitsplatz für heute. Da hocken wir uns hin, machen die Tür mal gerade zu, dann ist es nämlich ein bisschen leiser. Und dann machen wir die Kiste hier mal startklar. Okay, bei dem Bus ist es jetzt wieder so, dass man direkt die Zielanzeige aktivieren kann, ohne dass die Zündung an ist. Bei dem anderen Bus ging das nicht. Naja. So, dann ist der Motor schon mal an. Gang ist drin. Feststellbremse gelöst. Ganz wichtig, WLAN, Fahrgastmonitor. Fahrermonitor ist ja sowieso ein. Wir könnten das WC noch freigeben und Küche geben wir frei. Dann sollten die Fahrgäste eigentlich glücklich sein. Hoffen wir es einfach mal. Beziehungsweise wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir hier auch eine etwas angenehmere Temperatur einstellen. So 22 Grad ist, glaube ich, ganz okay. Gut, dann können wir losfahren. Ich würde jetzt einfach auch wieder mich vorne an die Straße stellen. Dann fängt das Navi an zu berechnen. Dann gehen wir nochmal kurz auf die Map und prüfen, ob das auch passt, was das Navi anzeigt. Ja, leider ist es nicht immer so. Deswegen machen wir das einfach als kleinen Check. Jetzt berechnet das Navi. Bleiben wir hier also stehen. Das Navi sagt, wir sollen rechts entlang. Wir schauen das uns jetzt einfach nochmal ganz schnell hier an, ob das passen könnte. Ja, ich würde sagen, das ist okay. Das können wir machen hier rechts entlang. Dann könnte man eigentlich hier geradeaus fahren oder man biegt halt hier wirklich ab. Das ist aber jetzt nicht so wild. Das ist jetzt kein großer Unterschied. Somit legen wir einfach los. Wir ziehen noch vor den LKW raus. Und dann sind wir schon auf der Straße und können unser erstes Ziel ansteuern. Busbahnhof in Krakau. Ich hoffe mal, dass wir hier einigermaßen gut durch die Stadt durchkommen. In der letzten Folge hatten wir wirklich eigentlich nur Positives gesehen in den Städten. Außer ein Fahrzeug, was irgendwie den Pfad nicht richtig gefunden hat und stehen geblieben ist, so mittendrin. Aber ansonsten hat es wirklich gut funktioniert. So. Wollen wir hoffen, dass die Ampel, ja, wollen wir hoffen, dass die Ampel von denen gleich rot wird oder halt so. Er ist erst stehen geblieben, um jetzt wieder anzufahren, wenn ich rüber will. Naja, egal. Hat ja alles geklappt. Hat ja nochmal gebremst. So, Fuchser da hinten fährt irgendwie über den Bürgersteig drüber. Kann man machen. Muss man halt nicht. Ist halt ein bisschen doof. Aber passiert. Ist mir in der letzten Folge auch passiert, dass ich mit meinem Hinterreifen mal kurz den Bordstein berührt habe. Kann passieren bei großen Fahrzeugen. Wenn ich einmal da falsch einschätze oder das Fahrzeug einmal falsch einschätze, dann wackelt es halt mal ein bisschen. Kann man nichts machen.
So, da vorne staut sich gerade der Verkehr ein bisschen. Ich hoffe, dass die hier alle rechts abbiegen. Sieht ganz gut aus, nicht, dass es hier auf der Kreuzung wieder Probleme gibt. Das ist halt auch, das ist da vorne wieder so einer der Problemstellen. Das erkennt man jetzt schon, weil das wieder Kreuzung an Kreuzung ist. Ja, nur 10 Meter Straße ungefähr. Jetzt wird die Kreuzung da blockiert, jetzt kann da wieder niemand fahren. Die andere Kreuzung wird dann vielleicht auch blockiert und dann kommst du da einfach nicht mehr weiter. Das war wieder so eine doofe Stelle. Da müssen wir nachher nochmal dran vorbeifahren. Das ist das Schlimme, ich sehe es jetzt schon auf dem Navi. Ja, wollen wir hoffen, dass wir da durchkommen. Wäre sonst sehr ärgerlich. Aber das sind halt wirklich hausgemachte Probleme von TML oder halt von den DLC-Entwicklern. Aber ich glaube, bis auf ein DLC, bis auf Dänemark, glaube ich, kommen alle DLCs von TML selber. Und dann ist halt irgendwie komisch, dass man die Städte halt so plant, dass es zu so Situationen kommt. Könnte man ja auch anders bauen. Bremst der? Ich fahre lieber mal so ein bisschen auf die andere Spur rüber. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. Okay, da hängt auch ein Bus fest. Und jetzt der nächste, huh? Ja. Auch eine Stelle. hat man keine Beta-Tester? Hat man keine... Das ist, wenn da jeder Bus hängen bleibt, dann muss das doch auch irgendwie auffallen. Ich meine, bei der letzten Fahrt sind wir hier auch vorbeigefahren. Da kam da gerade kein Bus, aber... Na gut, es gibt halt irgendwie keine Tester mehr. Es wird halt einfach rausgebracht. Dann kann der Spieler testen, wenn die Fehler dann gemeldet werden, werden sie behoben. Ist halt irgendwie ein bisschen schade. Früher wurden halt alle Spiele auf Herz und Nieren geprüft, dass es ja nicht zu irgendeinem Fehler kommt, weil wir hatten hier auch schon einen Kreisel, der hat nicht funktioniert. Hier an der Stelle haben wir jetzt ein Fehlerchen drin. Vielleicht sieht es ja irgendjemand von TML und behebt den Fehler. Wäre ganz cool. Naja. So, Türen auf. Hallo. Kann ich nicht aufmachen? Okay. Jo, ich würde gerne das Ticket sehen. Ja, kriegen wir hin. Das da. Gerne. Servus. Ich bin gerade wieder ein bisschen leise, weil es so unglaublich laut ist an dem Motor. Wie immer halt. Da haben wir's. Hallo. Hallo. Sieht so aus, als hätten wir alle eingeladen. Ja. Naja, wenigstens ein paar Leute im Bus. Nicht ganz leer. Was sagt denn die Uhrzeit? 9.36 Uhr haben wir. Wir sollen erst um 9.40 Uhr, stand da, losfahren. 9.46 Uhr losfahren. Okay. Oh, lecker. Dieses Ami-Krapfen mit dem Zucker drauf haben wir auch. Alles klar, schöne Werbung. Oh, jetzt habe ich Bock auf Donuts. In der letzten Folge ist mir auch aufgefallen, dass in den Städten nur Essenswerbung rumhängt. Ja, also wirklich. Da kriegst du während dem Fahren extrem Hunger. Das kann doch nicht sein, das geht doch nicht an. Sitzt hier, denkst du so, oh Gott, jetzt hast du nur eine 40-Minuten-Fahrt irgendwie vor dir und du kriegst nichts zu essen während dem Aufnehmen. Kann man doch nicht bringen. Na gut, ich würde sagen, wir machen mal den Rückwärtsgang rein, bevor hier jetzt die ganze Zeit den Donut anstarren, das Sapper noch anfangen. Fahr mal lieber los. Und ich bin immer noch kein Fan von diesen Haltestellen. Ich werde mich auch nicht dran gewöhnen. Ja, als Bus rückwärts fahren darf. Früher durfte ein Bus nicht rückwärts fahren, ohne irgendwie einen Einweiser, einen offiziellen. Und hier hat man jetzt Haltestellen,
bei denen du gezwungenermaßen rückwärts fahren musst. Was ganz modern ist anscheinend. Ich weiß es nicht. Man hat ja heutzutage Rückfahrkameras, das ist nicht so das Thema, aber trotzdem. Versuch doch Rückwärtsfahren eigentlich zu vermeiden, solange es geht und wenn möglich. Ich würde aber sagen, wir lassen jetzt erstmal die Ansage laufen. In der Zeit schweige ich wieder ein bisschen und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ja, das Rausfahren aus der Stadt hat eigentlich unglaublich gut geklappt. Hätte ich kaum mit gerechnet, aber ich bin ganz glücklich drüber, muss ich sagen. Finde ich schon mal gut. Wir haben es rausgeschafft. Wir sind wieder im Autobahngebiet unterwegs. Ja, da hat es wirklich in den letzten Städten ganz gut funktioniert. So. Jetzt haben wir hier ein Elefantenrennen. Bus gegen LKW. Der bremst natürlich nicht. Ich bremse natürlich auch nicht. So machen wir das wieder auf die Art und Weise. Und dann fahren wir direkt rüber auf die linke Spur. Können wir nämlich gleich auch an dem LKW vorbeischießen. Wir sind ein bisschen schneller als der. Und dann haben wir jetzt noch 164 bzw. 163 Kilometer vor uns, bis wir dann am Ziel ankommen. Und ja, wir kommen unserem Finale hier von der Polenreise immer näher. Beziehungsweise Ziel war ja eigentlich gesetzt, dass wir dann in der letzten Folge nach Warschau fahren. Wahrscheinlich wird es dann doch noch ein bisschen anders, weil wir müssten... Ja, wir sind jetzt momentan ziemlich im Osten unterwegs. Ja, beziehungsweise ziemlich weit rechts in Polen. Und wir müssten dann
nochmal nach links rüber, nach Lodz, oder ziemlich zentral in Polen. Und da müssten wir an Warschau vorbei. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich so machen. Wir werden dann irgendwann, ich glaube, wir haben auch noch Lupin oder so, dass wir anfahren müssen, ist auch noch auf der rechten Seite. Das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Folge so sein, dass wir das anfahren. Und dann würden wir wahrscheinlich von dort in der übernächsten Folge nach Warschau und vielleicht nach Lodz weiterfahren. Mal gucken. Bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Kommt auch drauf an, wie viel Zeit ich zum Aufnehmen habe. Muss ich da mal schauen. Weil es wird dann eine ultralange Fahrt. Ich rechne mal damit, dass wenn wir wirklich von Lupin, heißt glaube ich die Stadt, über Warschau bis nach Lodz fahren, sind wir bestimmt 1,5 bis 2 Stunden unterwegs. Das ist verdammt lange. Deswegen bin ich da überlegen, ob wir das dann aufteilen. Dass wir dann vielleicht erstmal von Lupin nach Warschau fahren und dann vielleicht in der nächsten Folge dann von Warschau nach Lodz. Und da wir in Warschau 3 Haltestellen haben, könnte man auch dann nochmal Spezialfolgen machen, wo wir von den Städten außenrum nochmal nach Warschau reinfahren und die verschiedenen Haltestellen anfahren. Könnte man theoretisch machen. Oder man macht halt eine Tour durch Warschau durch, dass man die 3 Haltestellen irgendwie anfährt. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Und dann halt nochmal in eine andere Stadt fährt. Oder vielleicht dann nach Lodz rüber. Wäre auch eine Möglichkeit. Alle 3 Haltestellen angefahren in Warschau. Wäre halt eine ganz schöne Quälerei durch die Stadt. Müsste man hoffen, dass es alles gut funktioniert. Und von dort dann vielleicht weiter nach Lodz. Und dass das dann halt unsere Endstadt wird von dem Polen-Projekt, von der Polen-Durchfahrt. So sind die aktuellen Pläne auf jeden Fall. Muss ich mir nochmal aber genau Gedanken machen, wie wir das letzten Endes dann halt doch aufbauen. So, wir fahren mal wieder rüber auf die rechte Spur. Wir haben jetzt hier gerade ganz viel Platz vor uns. Können die schnelleren Autos mal links dran vorbeifahren. So, hinten kommt zwar jemand, aber wir fahren trotzdem auf die andere Spur rüber. Es war genug Zeit zum Überholen. Jetzt überholen wir wieder. Jetzt ist wieder soweit. Wir fahren jetzt links hier wieder schön an den LKWs vorbei. Und haben nur noch 108 Kilometer. Nur noch, in Anführungszeichen. Ja, so 100 Kilometer können sich schon in der Realität ziehen. Gerade wenn du vielleicht schon eine längere Fahrt hinter dir hast, irgendwie, dann hast du noch auf der Navi-Anzeige 100 Kilometer stehen und denkst du dir so, ach du Scheiße. Das dauert ja noch voll lang. Im Spiel geht's einigermaßen. Jetzt bin ich ganz so lang unterwegs. Boah, die Stelle erinnert mich gerade so ein bisschen sogar an die Realität. Da kenne ich auch so eine Stelle, da guckt man dann von oben so auf die Autobahn drauf und dann hast du halt da unten eine Brücke, die auch ziemlich lang ist, nur die ist halt ebener. Und dann geht es nach der Brücke wieder schön bergauf. Das hat mich gerade ein bisschen an die Realität erinnert. Das ist bei der Kinzigtalsperre. Da hat man so eine schöne Aussicht auf eine Brücke. Guckt mal so schön von der Autobahn oben auf die Autobahn unten, bevor es dann wieder bergauf geht. Auch an dieser Brücke sind leider auch schon sehr viele schlimme Unfälle passiert, muss man sagen. Eigentlich denkt man sich so, ja, da eigentlich kann da doch nichts passieren. Das ist eine ganz gerade Brücke, ganz gerade Strecke an der Stelle und passieren trotzdem oder sind in den letzten Jahren doch recht häufig Unfälle darauf passiert. Vielleicht, weil viele einfach Gas geben, es geht bergauf, du kriegst schön Schwung, dann kannst du die gerade Autobahnbrücke entlang schießen. Weiß ich nicht. Ob das vielleicht so ein bisschen verleitet dann zum Gas geben, wenn man da so schön runtersausen kann, bis man dann auf der Brücke ist und dann hast du natürlich schön Schwung drauf. Das vielleicht einer der Unfallgründe ist, ich weiß es nicht. Weil eigentlich ist man da auch recht windgeschützt. Man hat rechts und links so schöne, ja, wie Lärmschutzwände.
fangen ja auch den Wind ab. Ja, sonst würde ich vielleicht sagen auf der Brücke, dass da vielleicht ab und zu mal eine Windböe kommt. Jeder Autofahrer kennt das, wenn du Auto fährst und es ist irgendwie ein total windiger Tag oder es kommt so eine heftige Windböe, dann macht dein Auto gerne mal diesen hier. Es kann passieren, wenn die Windböe dich richtig doof erwischt, dass dein Auto plötzlich auf einer anderen Spur landet. Beziehungsweise nicht auf einer anderen Spur landet, aber dass du halt ins Wackeln kommst. Weiß nicht, ob das dann... Aber das kann ich mir auch nicht ganz vorstellen. Ja, auf jeden Fall gab es da auch in letzter Zeit, was heißt in letzter Zeit, vor ein paar Jahren, gab es da auch einen Unfall, dass da auch ein LKW dann durch diese Lärmschutzwand durchgebrochen ist oder Windschutzwand, ich weiß es nicht. Und ist dann tatsächlich die Brücke runtergefallen und unter der Brücke, die Brücke ist richtig lang, das ist eine richtig große Brücke. Und darunter läuft eigentlich nur ganz klein die Kinzig entlang an einer Stelle. Ja, und der hatte, ich glaube, der Unfall war auch tödlich geendet. Der LKW-Fahrer hat halt richtig Pech gehabt, Unfall oben gebaut, durch die Wand durchgebrochen, die Brücke runtergestürzt. Die Brücke ist jetzt nicht so extrem hoch, aber das Fahrzeug ist dann auch noch in der Kinzig gelandet, die, wie gesagt, auch nicht groß ist. Aber klar, wenn du natürlich mit dem Führerhaus in der Kinzig landest, dann bist du auch noch unter Wasser, wenn du Pech hast. Ja, so Sachen sind da auch schon passiert. An eigentlich, wie gesagt, einer geraden Stelle. Also wirklich gerade. Brauchst nicht lenken eigentlich. Kannst lenkrad gehen lassen. Nee, das ist dann wieder der Grund, warum die Unfälle passieren. Aber ja, manchmal ist es so ein bisschen merkwürdig, an welchen Stellen Unfälle tatsächlich passieren. Und auch schwere Unfälle passieren. Auch gerade letztens jetzt wieder hier in der Gegend. Da verläuft auch neben der Autobahn, die auch an der Stelle gerade verläuft, läuft eine Landstraße. Ja, direkt daneben. Und jetzt auf dieser Landstraße letztens ein Frontalzusammenstoß passiert, wo man sich dann auch so fragt, wie, warum? Das ist eine gerade, schöne, breite Landstraße. Wie kann es... Ich meine, es kann passieren, dass du den Reifen platzt, dass du dann irgendwie in den Gegenverkehr reingerätst. Aber wenn sowas nicht passiert, kannst du eigentlich als aufmerksamer Fahrer ja nicht in den Gegenverkehr kommen, außer medizinischer Notfall und halt Fahrzeug, dass da irgendwas kaputt geht. Reifen, was weiß ich, was noch passieren kann, damit das Auto frontal in den Gegenverkehr reinfährt. Ja, ist auch leider tödlich geändert. Ist halt, das sind halt so Stellen, wo man sich fragt, wie kann das passieren? Entweder, ja, keine Ahnung. Bleibt eigentlich nur ein medizinischer Notfall oder halt wirklich Fahrzeugpanne. Ja, dass dein Reifen geplatzt ist und dann irgendwie auf dem Gegenverkehr rüber ist und du dann frontal in ein anderes Fahrzeug reinfährst. Oder man hat vielleicht Suizidgedanken, keine Ahnung. Dann kannst du da auch schön Schwung nehmen auf der Kranstrecke und kannst aber... weiß ich nicht. Dumm ist es halt, wenn solche Unfälle passieren, weil man vielleicht aufs Handy geschaut hat. Ja. Gibt es ja leider auch sehr häufig. Gerade gestern auch wieder einen hier bei uns in der Straße gesehen. Fährt den Berg runter total schnell, ja, und hält das Handy schön hoch. Ja, und guckt kaum auf die Straße. Und ich habe immer Angst, wenn ich aus der Einfahrt hier raus war, weil die alle so den Berg runterrasen hier, dass mich da jemand wegrammt. Und wenn du dann siehst, dass da die Leute mit Handy in der Hand runterfahren, aufs Handy gucken, dann hast du noch mehr Angst, da rauszufahren aus der Einfahrt. Das ist noch ein unguteres Gefühl. Also Handy am Steuer finde ich immer komplett bescheuert. Es kann mir halt auch irgendwie keiner sagen, dass es so wichtig ist, dass man während der Fahrt jetzt eine Textnachricht lesen muss oder schreiben muss. Und dann auch meistens auch irgendwie mit modernen Autos, wo du weißt, okay, das Ding hat doch standardmäßig eine Freisprechanlage drin, oder? Oder das Auto ist halt so modern, dass du dem Ding einfach Nachrichten diktieren kannst oder das vorlesen kann, das Auto. Oder. Musst du nicht aufs Handy gucken. Aber das sieht man halt wirklich so unglaublich häufig. Nur so können halt auch extrem dumme Unfälle passieren, die im schlimmsten Fall halt auch tödlich enden können. Und die locker vermeidbar gewesen wären. Naja. Das gibt's doch nicht. Essen, 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 trinken. Kommen wir wieder auf schönere Themen. Essen. Tja, sowas hat mir heute irgendwie in der Folge noch gefehlt, aber ich konnte gerade noch ausweichen. Ah,
Ah, Mann, fast mein Mikrofon hier durch den Monitor geboxt, eben gerade beim Lenkrad umreißen. Ach ja, das ist aber wieder so eine typische Situation gewesen, wie war gestern, beziehungsweise für mich war es gestern, der Aufnahmezeitpunkt, für die eine The Bus-Folge, wo auch so Situationen ständig gewesen sind. Puh, also, jetzt bin ich wach. Ich bin heute Morgen noch ein bisschen müde, aber jetzt bin ich wach. Jetzt bin ich wach. Ja, das war nur gerade eine schwere Entscheidung. Weicht man irgendwie nach rechts aus, weil der von links einem entgegengefahren kommt? Und dann habe ich mir gedacht, okay, nee, KI wird bestimmt weiterfahren. Habe schnell noch nach links umgerissen. Sind wir gerade noch am Fahrzeug vorbeigeschrammt. Problem war nur, ich wusste in dem Moment nicht, weil ich ausnahmsweise mal nicht den Spiegel im Auge hatte, beziehungsweise ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob die linke Spur jetzt frei ist. Habe ich aber dafür entschieden, dass es angenehmer ist, ein Auto von der Spur zu drängen, als frontal irgendwie in ein Auto reinzufahren. Aber wir haben es ja gerade noch so geschafft. So, die eine Spur blockieren wir schon mal und dann fahren wir jetzt hier raus. Ja, so ein Schreckmoment gehört in jede Folge rein eigentlich. Achso, ich muss hier links rein. Wäre ich beinahe vorbeigefahren. Okay, ich wollte jetzt eigentlich hier komplett links und dann, achso, da darf ich nicht reinfahren. Okay, dann fahren wir hier entlang, folgen dem Navi, wenden. Ist eigentlich egal, wo wir wenden, ob wir jetzt hier reinfahren oder noch eine weitere Runde fahren. So. Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Da kann sich die Bahn aber mal wirklich ein Beispiel nehmen. So. Ziel erreicht. Oh, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe noch gar kein Foto gemacht. Na dann machen wir das noch ganz schnell. Die Leute können ja mal ganz kurz warten. Weiß nicht, wollen wir vielleicht mal von der Seite wieder ein Foto machen? Können wir die Zielanzeige besser lesen? Ein Bild aufnehmen. Zack, haben wir ein Foto aufgenommen. Steigen wir aus, geben wir denen noch das Gepäck. Saß da gerade noch jemand? Nö, habe ich falsch gesehen. Okay, Gepäck haben sie. Dann machen wir wieder zu. Und dann kommen wir ans Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen, gerne auch den Kanal abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde dem Kanal sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile verschaffen. Und ja, falls du auf der Suche bist, gerade nach diesem Spiel oder nach anderen Spielen, kannst du mal in die Videobeschreibung reinschauen. Dort findest du ganz oben einen Affiliate-Link. Für dich zu Instant Gaming kannst du dir günstig und legal Spiele kaufen. Und wenn du das über diesen Link machst, unterstützt du auch gleichzeitig den Kanal hier. Genau, für dich kosten die Spiele dann trotzdem nicht mehr. Genau, dann vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.